Eine fette Delle im Auto, da muss der Profi ran. Oder man nimmt einfach einen Pömpel und ein Tutorial aus dem Netz. Das könnte eine Menge Geld sparen. Aber ist das Ergebnis wirklich so gut wie das vom Fachmann? Christoph Karasch hat's getestet. Reporter Christoph will herausfinden, wie gut helfen Tutorials? Im Duell Pro vs. Internet schauen ihm heute echte Profis über die Schulter. Als erstes soll Christoph ein ganz alltägliches Problem mit einfachsten Mitteln lösen. Eine Delle im Auto passiert schnell, die Reparatur ist umso teurer. In einer Werkstatt würde man je nach Beule zwischen 80 und 200 Euro zahlen. In einem Tutorial findet Christoph eine überraschende Methode. Heißes Wasser und ein Pömpel für 6 Euro sollen der Delle den Garaus machen. Das soll funktionieren? Ich bin handwerklich nicht wahnsinnig begabt. So ehrlich muss ich zu mir selber sein. Aber ich finde, das sah jetzt gerade total einfach aus. Das könnte sogar jemand wie ich hinkriegen. Kfz-Profi Joe Scholz schaut Christoph über die Schulter. Klar kriegst du mit Temperatur das Blech wieder zurückgebogen. Aber das sieht da so aus, als wenn der das in den Ursprung wieder zurückgebogen hat. Ich sag mal so, es ist nicht leicht. Ich hoffe mal, Christoph, der schafft es, aber ich glaub's nicht. Einziges Hilfsmittel, Christoph braucht heißes Wasser. Und das gießt er dann direkt auf die Karosserie. Das wäre ja genial, ne? Wenn das geht. Allerdings. Jetzt also mit dem Pömpel ausbeulen. Scheiße. Da passiert überhaupt nichts. Keine Chance. Also ich habe mir das leichter vorgestellt. Das sah in dem Video PBI-leicht aus. Aber hier passiert leider gar nichts. Na? Hey, na? Nicht so von Erfolg gekrönt, oder? Ich finde es auch sehr enttäuschend, ehrlich gesagt. Woran liegt das? Das kann ich dir sagen. In dem Video hat er nicht so eine Knickkanten hier drin. Guck mal, hier hast du eine Knickkante und da. Ach so. Und da ist es stabil. Wenn Bleche stabil gemacht werden, unterbricht man so ein Blech, indem man es wählt. Und genau das ist ja hier. Und somit kriegst du das nicht raus. Das ist jetzt noch stabiler als vorher. Das konnte gar nicht funktionieren. Die haben uns eine falsche Beule geliefert. Dann liefern wir eben eine neue Beule. Am Heck, genau wie im Video. Sieht wieder leicht aus. Vielleicht hat Christoph diesmal mehr Glück. Das ist mir doch jetzt hier schon entgegengekommen, oder nicht? Das beult sich nur durch das heiße Wasser schon wieder aus. Ist ja geil. Das war total krass zu sehen, wie das heiße Wasser darüber lief und plötzlich beulte sich die Beule im Prinzip von alleine wieder aus. Es ist halt Plastik, ne? Es ist kein Metall. Das macht sicherlich dann erstmal schon einen großen Unterschied. Tipp vom Profi, die Delle zum Beispiel in der Sonne vorwärmen. Ich wusste nicht, dass es mit Warmwasser so gut geht. Also so habe ich das auch noch nicht gesehen. Das ist ja richtig zurückgekommen wieder, fast in den Ursprung zurück. Das war schon cool, hat mich beeindruckt. So, und jetzt legst du dich einfach drunter und drückst von hinten noch mal in die Delle rein, solange wie noch Temperatur drauf ist. Okay. Und mit ein bisschen Glück müsste das funktionieren. Ganz so einfach geht die Delle dann doch nicht raus. Christoph muss noch mal Hand anlegen und von innen nachhelfen. Noch mal fix drüber geputzt. Das ist ja echt geil, ne? Tatsache, ey. Das klappt wirklich. Ist fast alles raus. Ja, man kann das Video schon gebrauchen, aber es sieht so ein bisschen so aus, als hätte der Mann, der das Video produziert hat, sich die perfekte Beule geschaffen, damit er mit dem Pümpel da auch erfolgreich ist. Das habe ich jetzt festgestellt, es geht eben einfach nicht mit jeder Beule. Jetzt bin ich gespannt, was sagt der Profi? Also ich bin von der Stoßstange hinten, muss ich sagen, bin ich begeistert, wie gut es ging. Das ist ja wirklich richtig sauber rausgekommen. Ja, oder? Ja. Nur die Seite, die Beule an der Seite, das war halt irgendwie nix. War nur ein 50% Erfolg heute, würde ich sagen. War keine Wunschbeule. Ja. Okay. Danke für deine Hilfe. Gerne. War schön. Hat Spaß gemacht. Auch wenn es nicht bei jeder Delle klappt, es bleibt ein cooler Tipp, der auf jeden Fall immer einen Versuch wert ist. Als nächstes geht es in den Wald. Ein absoluter Männertraum. Christoph versucht sich als Forstarbeiter. Dieser Film erläutert Ihnen die Grundlagen eines sicheren Verhaltens vor und während der Baumfällung und gibt Tipps zur sicheren Umsetzung einer geeigneten Feldtechnik. Also das ist nun wirklich etwas, das ich mir als Laie überhaupt nicht vorstellen kann, selber zu machen. Aber es gibt tatsächlich Videos, die einem erklären, wie man einen Baum fällt. Das Erste, was ich hier im Video gelernt habe, ist, man braucht natürlich die richtige Ausrüstung dafür. Logisch, passendes Werkzeug und ein Umstyling.
Also professionell sehe ich jetzt schon mal aus. Sicherheitsschuhe, schnittsichere Beinlinge, Handschuhe und einen Helm habe ich auf. Aber ich kann es mir immer noch überhaupt nicht vorstellen, hier gleich eine Motorsäge in die Hand zu nehmen. Keine Panik, Christoph. Hier kommt ein echter Profi, Forstwirtschaftsmeister Dirk. Das Video ist fachlich geeignet, angefangen von der Arbeitsschutzbekleidung über die Werkzeuge und Geräte, die zur Verwendung da sind, bis hin zur Feldtechnik. Trotzdem müssen wir daran denken, dass die Motorsägenarbeit zu den gefährlichen Forstarbeiten gehört. Und es bedarf einer Schulung, bevor man mit dieser Motorsäge wirklich in den Wald geht. Da Christoph absoluter Anfänger ist, geht nichts ohne die Sicherheitseinweisung vom Profi. Alter. Doch bevor der Anfänger an einen großen Baum darf, muss er mit der Säge erst mal üben. Immer den Daumen hinten rum und rüber. Ah. Extrem wichtig für die Sicherheit. Alles klar. Ey, Dirk, ich bin total froh, dass du da bist. Weißt du was? Ich würde das nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass hier ein Profi an meiner Seite ist. Auf gar keinen Fall. Aus Sicherheitsgründen bleibt der Profi auch in Reichweite. Aber hier muss Christoph jetzt alleine ran. Das ist er, Christoph. Ich wünsche dir viel Glück. Eine stolze Kiefer, die sowieso weg muss. Hilfe gibt's ab jetzt nur noch vom Video. Die Fellarbeit beginnt mit der Anlage der Fallkerb. Das Fallkerbmaul muss hierzu als erstes aus der Stammwalze herausgearbeitet werden. Der Tutorial-Tipp? Die Linie auf der Säge hilft beim Zielen, damit der Baum dann auch richtig fällt. Da soll der Baum hingehen. Das heißt, hier so in etwa muss die Fallkerbe rein. Ab jetzt muss Christoph sehr genau arbeiten. Schon beim ersten Schnitt kommt es auf höchste Präzision an. So, der Fallkerb ist fertig. Als nächstes die Seiten freischneiden. Auf ihnen darf Christoph gleich lauter Linien ziehen. Malen nach Zahlen für große Jungs. So, jetzt soll ich hier ein Zehntel des Baumdurchmessers nach innen gehen. Genau noch mal ein Zehntel nach oben. Das Video erklärt, wo exakt die Linien verlaufen sollen. Alles für den perfekten Abgang. So, okay, jetzt gibt's keinen Weg mehr zurück. Jetzt mache ich den Fellschnitt. Und da habe ich gelernt, muss ich jetzt schon mal durch den Wald rufen, dass jetzt gleich was passiert. Achtung! Mit einem Stechschnitt geht es an der Markierung direkt durch die Mitte des Baumes. Sieht ganz gut aus, oder? Der Anfang ist gemacht, aber jetzt wird's richtig knifflig. Die Ränder muss Christoph unbedingt stehen lassen, sonst fällt der Baum zu früh. Alter Schwede, ey, das ist schon fast durch hier. Ein Keil verpasst dem Baum noch mal eine Ladung Spannung, bevor Christoph vor den Augen des Profis dann endlich zum Final Cut ansetzen kann. Heftig! Da ist das Ding weg! Ey, das ist ein riesen Adrenalinkick, wenn es dann passiert. Also das war... Ich muss erst mal runterkommen. Mein Urteil? Ja. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten gefällten Baum. Zum ersten Baum. Der dahin gefallen ist, wo er hin sollte. Ja. Und auf den ersten Blick gucken wir uns den Stumpen jetzt mal einmal an. Das ist so die Unterschrift des Holzhauers, an dem man alles erkennen kann. Wie sauber gearbeitet wurde. Wie sauber oder aber auch unsauber gearbeitet wurde. Ja, oder auch das. Ja, hier ist deutlich zu sehen, du hast komplett durch den Baum durchgestochen. Ja. Und dabei ist dir wahrscheinlich die Säge hier hinten wieder rausgerutscht und dadurch hast du diese Ecke reingekickt. Und ist das denn jetzt nur ein Schönheitsfehler oder ist das schlechte Arbeit? Es ist auf jeden Fall nicht nur ein Schönheitsfehler. Wir wollen und brauchen eine durchgängig breite, gleichmäßige Bruchleiste. Ach so. Ja, je größer diese Ecken da drin wären, desto ungenauer fällt der Baum. Ach so, und dann kann es eben doch noch mal zum Risiko werden. Es kann zum Risiko werden und das wollen wir gerade ausschalten. Ja. Strenges Urteil vom Profi. Wir finden fürs erste Mal gut. Das Tutorial hat funktioniert. Dennoch, ohne Sicherheitstraining sollte sich keiner an einen Baum wagen.